Noch einmal das Ganze. Da Capo. Ja. Guten Abend. Live im Dreisat-Studio. Geschenk. August Everding hat sich mit einer der legendären Stimmen unseres Jahrhunderts verabredet. Da Capo, Elisabeth Schwarzkopf. Rosenkavalier. Haben Sie denn schon bei Rosenkavalier ein Da Capo erlebt? Sie nehmen mir das Wort aus dem Munde, Herr Professor. Denn da gibt es wirklich keins. Ich habe aber überhaupt noch keinen Da Capo in meiner Gesangskarriere erlebt. Wieso nehmen Sie denn hier teil? Bei Da Capo heißt ja, die Sendung. Das weiß ich nicht. Ja. Die Ehre ist mir widerfahren durch Sie. Gell? Dankeschön. Kein Da Capo. Nein. Wahrscheinlich auch zu gute Dirigenten gehabt. Immer. Die gibt's ja nur nicht bei Tenören und bei Koloratursopranen. Und unsere, stellen Sie sich vor, Wilhelm Furtwängler, Karajan, Böhm, und man würde irgendwas wiederholen, um Gott. Willen, also da wäre die Welt eingestürzt. Ne? Ja, das Theater, aber bei Liederabenden an Chor gab es schon. Bei Liederabenden gab es, das war, ja. Aber dann hat man doch lieber was anderes noch gesungen. Man wollte ja zeigen, was man konnte. Ne? Und man wollte auch das Publikum erziehen und noch was anderes dazugeben. Das sind schöne Themen für heute Abend. Ja. Das Publikum erziehen. Liebe Frau, ja. 1938 haben Sie als Blumenmädchen in Berlin angefangen. Ja, wieso wissen Sie das so genau? Ja, ja. 1971 haben Sie Ihr Abschiedskonzert in Brüssel gegeben. Um Himmels Willen, das war gar kein Konzert. Das war so eine gemischte Vorstellung und ja, eine schreckliche aber noch ich will dazu. Was anders sagen. 16 Jahre ist das her und immer noch windet Ihnen die Nachwelt Kränze. Warum? Was das weiß ich Sie? Auch nicht. Ja, was also Sie? Ich glaube, es sind vielleicht doch die Platten schuld. Wissen Sie, unsere ganze vorige Generation, meine Lehrerin und die alle, die herrliche Platten hätten machen können, wären noch genauso bekannt wie wir jetzt, wenn es diese Platten schon gegeben hätte, nicht wahr? In der Qualität. Bitte, unsere Aufnahmen waren vielleicht noch nicht so die Qualität, wie sie jetzt also technisch möglich ist. Musikalisch war es bereits die Qualität. Nun waren Sie immer selbst so kritisch mit sich selbst. Alle, die mit Ihnen gearbeitet haben, sagen, Sie haben nicht nachgelassen. Und eins, was es ja heute fast nicht mehr gibt, Sie haben immer mit voller Stimme ausgesungen. Nein, das stimmt nicht ganz. Stimmt nicht. Nein, nein, weil ich habe doch sehr pianissimo gut singen können, wie man weiß. Und da habe ich doch mich manchmal sehr geschont. Und auch meine Dirigenten haben mir gesagt, um Gottes Willen, heute Abend und morgen nicht, heute früh. Also ja, die haben mich sehr liebevoll alle behandelt. Nur wissen heute, Sie, unsere Dirigenten, die haben uns nicht laut singen lassen, wenn es möglich war. Ah, nein, die haben uns geschont und gepflegt und so. Wann war das? Ja. Wann? Ja, ja. Liebe Frau Schwarzkopf, Sie haben einmal gesagt, drei Glücksfälle sollte man haben. Mhm. Richtige Eltern, ja, einen richtigen Lehrer, ja, und einen richtigen Mann. Haben so Sie die drei Glücksfälle gehabt? Alle. Alle? Ja. Aber mit dem Lehrer am Anfang nicht so? Na ja, aber es hat sich dann der Lehrer doch gefunden, ehe noch die Stimme ganz ruiniert war. Das ist ja die Hauptsache. Mit was wollte Sie denn die Lehrerin oder der Lehrer ruinieren? Na ja, ich sollte Altistin werden und da sollte sie halt, sie war eine sehr berühmte, hochgeliebte Sängerin und hat mich in der ersten Stunde den Erlkönig singen lassen, noch dazu in der Metz-Ausgabe, stellen Sie sich bloß vor. Und ich habe das also mit Begeisterung natürlich getan. Wie alt waren Sie damals? Dann fragen Sie mich nicht, also da muss ich ja so 24, 23 gewesen sein. Stellen Sie sich das vor. No. Und das hat mir riesig gefallen, bis dann aber meine Mutter dahergekommen ist nach anderthalb Jahren und hat gesagt, liebes Kind, das ist ja furchtbar, was du da machst. Denk, glaub nicht, dass das Singen ist. Sie war gar keine Sängerin, aber sie hat halt, war meine beste erste Kritikerin. Nicht? Und wer wurde dann Ihre Lehrerin? Na, und dann mit vieler Hilfe und vor allem mit Hilfe von Schmidt Walter, dem geliebten, unserem geliebten Bariton in Berlin, bin ich zur Frau Maria Iwogün gekommen. Na, und das natürlich war noch ein herrlicher anderer Zufall dabei. Ihr Mann war niemand anderes als Michael Raucheisen, unser größter Liederbegleiter. Und so bin ich halt zum Liedersingen, so wie ich noch ein bisschen schon eine Technik dann von ihr bekommen habe, da hat er mich halt gleich in die Lieder hineingenommen, nicht? Gestatten Sie eine Frage. Könnte Ihnen das heute auch passieren, dass Sie bei Ihren zahlreichen Schülern, die Sie haben, jemanden zur Altistin ausbilden, die eine Sopranistin ist? Ich glaube nicht, nein, weil die meisten kommen nämlich zu mir mit solchen Problemen. Und ich habe bereits einige davon gerettet. Eine junge Dame, die also zur Altistin und bereits Altistin überall sang, heruntergequetscht ist jetzt eine herrliche Elisabetta, Don Carlos und so weiter und wird eine Gräfin und alles. Und so geht es. Ich glaube nicht, dass mir dieser Fehler, aber bitte, wir sind alle richtig Menschen. Aber gekommen. Was glauben Sie persönlich, woran lag das in der Einschätzung dieser Ihr Timbre oder was war das? Was hat die anders gehört bei Ihnen? Ich glaube, sie hat mich einfach zu ihrer Nachfolgerin ausbilden wollen, ja. Und da hat ihr meine ganze Einstellung zum Singen, zum Liedersingen und die Farben geben, und das hat ihr sehr gefallen. Und ich habe es halt mit Begeisterung mitgemacht.
Das muss man ja auch als Schüler. Ja. Man kann nicht mit Misstrauen an den Lehrer herangehen. Man muss eben das Glück haben, dass man jemanden hat, der einem die Wahrheit sagt und die Stimme wirklich in der schönsten Möglichkeit zum Blühen bringt. Ne? Ein wunderbarer Satz von Ihnen ist, singen tut man mit den Ohren. Ja. Und Sie haben mal gesagt, dass die meisten Sänger sich gar nicht zuhören. Tja, ich bekomme sehr oft junge Sänger, die mir sagen, ja, mein Lehrer verbietet, dass ich mir versuche zuzuhören. Dann muss ich Ihnen sagen, wie wollen Sie denn Musik machen überhaupt? Glauben Sie denn, Caruso mit dem schönsten Instrument der Welt hätte singen können, wenn er taub gewesen wäre? Wie denn das, ne? Also man singt wirklich mit den Ohren, man hat eine Vorstellung von seiner Stimme und wie sie noch schöner benutzt werden kann. Und dann sucht man nach diesen Möglichkeiten mit dem Ohr und nicht von innen. Natürlich wissen Sie, unser Instrument ist in uns drinnen. Also wir haben immer Schwingungen und alles Mögliche da inwendig. Aber das müssen wir beiseite lassen. Wir müssen dann durch die Ohren versuchen, Musik zu machen. Mit den anderen, nämlich mit den verschiedenen Instrumenten und so weiter. Gell? Wir haben uns kurz vor der Sendung getroffen und da haben wir etwas von Ihnen angehört. Und Sie sind entsetzt zusammengefahren, ja, und haben gesagt, ja, viel zu tief. Ich habe nie zu tief gesungen, aber das ausgerechnet sucht das ZDF auf. Selten, aber da. Aber Sie haben sich zugehört. Ja, das habe ich gleich bei der Ivo Gün gelernt, dass man eigentlich wirklich nur singen kann, wenn man im Raum sich hört wie die anderen. Einen auch werden. Nicht wie man glaubt, dass man ist, sondern wie man wirklich klingt. Und das ist der Schritt auf den Mond. Wenn ich das bei meinen jungen Sängern haben möchte, ist es wie wirklich dieser Schritt auf den Mond. Weil die haben alle ihre Kassetten, Entschuldigung, die haben alle die Medien, wo sie denken, da haben sie jetzt ihre Stimme drauf. Sie haben sie dort gar nicht drauf. Ne? Aber bevor wir noch viel reden, sollten wir, glaube ich, etwas von Ihnen hören. Bitte sehr. Ihnen zuhören. Und das ist die Figaro Gräfin. Schön ist das. War das Playback? Nein, ich glaube nicht. Ich habe nie diese Arie gesungen, Playback und dann gespielt. Das muss schon richtig. Ich weiß aber nicht mehr, wann es war und wo es war. Aber es hat mich gerade drauf gebracht,
wie große Schwierigkeiten ich doch heutzutage habe, die jungen Leute zum Lächeln zu bringen. Und dass man sogar ein trauriges, wehmütiges Stück doch mit einem Lächeln singen kann. Und heute, die heutige Generation, die wollen alle nicht mehr lächeln. Oder wenn dann, ich meine, also es ist also ganz schwer. Die Welt ist zu traurig, da kann man nicht mehr lächeln. Ja. Kirsten Flaggstad hat einmal gesagt, als sie den Fidelio in Salzburg gehört hat, als die Schwarzkopf anfing zu singen, mir ist so wunderbar. Mir ist so wunderbar. Da war mir so, als ob ich nie eine schönere Stimme aus einer menschlichen Kehle habe kommen hören. Hat die Flaggstad gesagt. Ja, eine Kollegin. Ich weiß. Kommt sowas öfter vor zwischen Kollegen? Ja, es kommt öfter vor. Wissen Sie, unser ganzes Mozart-Ensemble in Wien hat sich, also wir haben doch sehr voneinander gelernt und sehr aufeinander hingehört. Und wir haben uns alle sehr gegenseitig bewundert, wenn ich nur denke, wie oft ich in der Kulisse gestanden habe, um die Welitsch zu hören, die Seyfried zu hören, die Höngen zu hören, alle den Schöffler, den, wie sie alle geheißen haben. Also das war ja bei uns, war immer ein Star nach dem anderen gesungen, obwohl sie damals nicht als Stars galten. Und da hat man also mit Feuereifer hingehört und um Gottes Willen, wenn ich doch das auch so könnte, nicht wahr? Ja. So ist das gegangen. Darf ich etwas Grundsätzliches fragen? Wie ist Ihr Verhältnis zur Partitur? Wenn Sie eine Rolle neu lernen, wenn Sie sie erarbeiten, wie steht Ihnen diese Partitur entgegen? Ist das werktreu? Ist das für Sie ein bindendes Wort? Oder wie? Ja, es ist. Es ist, es ist. Also ich beschäftige mich zuerst meistens am Klavier damit, ich spiele mir es durch und lese zugleich den Text. Und dann versuche ich, die beiden voneinander zu trennen und schaue mir den Text ganz genau an und schaue dann aber, was also dann der Komponist eigentlich mit dem Text gemacht hat. Das kann nämlich ganz etwas anderes sein, als was man sich selber vorstellt, was man selbst. Und das muss man dann verstehen wollen, was eigentlich der Komponist geworden ist. Für mich ist der Komponist Nummer eins. In jedem musikalischen Werk, in jeder Oper, in allem. Eine Zwischenfrage. Könnten Sie sich nicht auch vorstellen, dass durch Ihre Gestaltung etwas geschaffen worden ist, was der Komponist sich nicht gedacht hat? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Komponisten, also die, die wir alle gesungen haben, das sind wirklich solche Genies, dass sie sich alles, da war alle, die haben eben alles gewusst, sie haben alles gewusst. Und es ist drinnen, nur wir müssen es finden. Und wir finden es halt oft nicht. Man findet es oft, wenn man stimmlich dann nicht mehr kann. Und dann sieht man es erst, um Gottes Willen, wenn ich es doch je so gemacht habe, das steht ja da, warum habe ich es nicht gemacht? Gell? Das kommt oft genug vor. Und ich weiß, bei Liedern, da arbeitet man ja jedes Mal wieder und liest wieder und hat vielleicht einen kleinen Punkt übersehen oder ein paar Anführungsstricheln, die im Text waren, hat man übersehen, um Himmels Willen, was habe ich denn da gemacht? Also man muss es ganz sich versuchen, mit aller Gewalt zu überlegen, warum der Komponist es so getan hat und nicht so. Und für mich, ich muss Ihnen sagen, ist jede Konzertvorstellung von einer Oper wichtiger, die fabelhaft musiziert ist, als eine nicht so gut musizierte Opernvorstellung, die ein fantastisches Bühnengeschehen darbietet. Ich finde, der musikalische Plan von dem Stück ist das Nummer eins. Aber konzertante Opern ist nicht das Ideal. Es ist nicht das Ideal, aber ehe Sie eine schlecht aufgeführte Oper und schlecht gesungene Oper haben und schlecht musizierte Oper, na dann wäre es doch besser, Sie haben eine blendend musizierte Oper und das Publikum kann sich vorstellen, was dann passieren sollte. Sie meinen, das kann das Publikum? Ja, wir haben es oft in London so gemacht. Wissen Sie, wir haben herrliche konzertante Opernaufführungen in der Festival Hall gehabt, wo wirklich also die unglaublichsten Dinge passiert sind und das Publikum höchst begeistert war. Die kannten natürlich diese Stücke alles sehr genau. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Nein, nur das Ziel, gerade Sie, die Sie doch auf Interpretation so viel Wert gelegt haben. Ich bin etwas verwundert über Ihre Worte, denn Sie haben doch immer gesagt, erst durch die Fantasie kommt, nein, die Musik entsteht ja erst dann, wenn ich sie agierend singe. Das sind Ihre Worte. Nein, das habe ich nicht ganz so gemeint. Ich meine, das Theaterprinzip oder überhaupt das ausführende Prinzip auf der Bühne sollte so sein, als ob es in diesem Augenblick erst geboren wird. Nämlich alles so, der Text, die Musik, die Handlung, es entsteht in diesem Augenblick. Und das ist furchtbar schwer zu verwirklichen für den Sänger, viel leichter für den Schauspieler, weil der ja zeitlich nicht begrenzt ist. Wir sind ja in die Taktstriche gezwungen. Andererseits haben wir die ganze Stimmung und alles für uns durch die Musik schon geschaffen. Die brauchen wir uns nicht zu schaffen, die sich ein Schauspieler selbst schaffen muss. Es kann natürlich auch Inszenierungen geben, die gegen uns arbeiten, wo wir also noch so viel, und dann ist in was man da drum sieht, hilft dann nicht dazu. Oder es hilft, um nur deutlich zu sein, akustisch nicht dazu. Ist Inszenierung, wo hinten die Bühne offen ist und es soll ganz intime Sachen nach vorne rauskommen und es geht alles hinten in den Bühnenraum statt ins Publikum. Also es gibt so Sachen, wo man wirklich eben... Ich kenne aber auch Dirigenten, da dauert der Parsifal eine halbe Stunde länger, nicht? Also, weil sie sagen, es gibt so genaue Metrik.
Ja, aber also ich bin drauf gekommen, als wir den Rosenkavalier-Film machten. Das war ja nur eigentlich eine Reportage. Und da saß im Zuschauerraum die Elisabeth Bergner, die jetzt gerade gestorben ist. Und sie kam während der Takes, wir haben ja immer nur einen Take gehabt, nicht wahr? Sie kam rauf und sagte, Elisabeth, achten Sie auf die Übergänge, achten Sie auf die Übergänge. Ja, um Gottes Willen, damals habe ich noch nichts damit machen können. Später habe ich gewusst, was es war. Wir mussten als Sänger, trotzdem wir mit der Musik auf 1 und 2 da sein mussten, vorher das Gefühl vorbereiten. Ja. Und das kann ein Schauspieler viel leichter als wir, die wir noch den einen Satz singen müssen und trotzdem schon mit einer Geste oder einem Übergang es vorbereiten müssen. Da bin ich leider viel zu spät in meinem Leben drauf gekommen, aber ich würde es jetzt jedem jungen Menschen raten. Ich muss als Dramatiker und als Theatermann noch so ein bisschen retten, Sie für die Bühne retten und nicht für den Konzertsaal. Gerade Sie, nein, das ist mir sehr ernst, ja, die Sie mit Klangfarben etwas erreicht haben, was ich selten gehört, noch nie gehört habe. Nämlich Sie haben mit den Klangfarben dramaturgisch gearbeitet. Ja, das kommt ja vom Liedersingen aber. Sie können keine... Sie sind so gegen die Oper heute Abend. Nein, ich bin nicht gegen die Oper, sondern man kann wirklich diese Kunst, die man beim Liedersingen braucht, denn meiner Meinung nach bringen sie niemanden zum Weinen mit fabelhaft ausgesprochenen Worten, aber sie bringen ihn mit der richtigen Farbe zum Weinen und zum Lächeln und zum Lachen und zum Reagieren. Und das kann man auf die Oper übertragen, wenn man den richtigen Dirigenten hat, der ihm die Farben da unten gibt, der einen nicht zudeckt, der ihm zum Beispiel, wie Herr von Karajan, einen gehauchten Satz sagen lässt und der trotzdem alle Farben vom Orchester hat. Und da gibt es nur sehr wenige Dirigenten, die das können. Einer von denen ist Wolfgang Sawallisch, der es auch kann. Nicht wahr? Und das große Glück, die wir alle gehabt haben mit unseren großen Meistern da, die haben das gemacht und haben auch ihre eigene Auffassung einmal geändert, wenn sie eine Stimme vor sich hatten, die nicht so viel hergegeben hat wie meine. Meine war ja keine große Stimme. Und da haben sie schon, sind sie zurückgegangen und haben es, ja nein, ich habe keine große Stimme gehabt, ich habe nur eine tragfähige Stimme gehabt durch die Ivo Quinn. Es reichte, ja. Ja, das reichte. Darf ich eins sagen, was ich meinte mit der Dramaturgie? Ja. Sie haben, so glaube ich, wenn ich Agathe hörte oder Marschallin, mit der Klangfarbe eine Situation ausgedrückt. Sicher. Und das ist doch Theater, wie es lebt und lebt. Aber das kommt ja nicht von mir, das kommt ja von Walter Legg. Ja, der hat gesagt, was wollt ihr denn Platten aufnehmen, wenn die Leute sich müssen dazu versuchen, die müssen es hören, was die Situation ist, die müssen die Handlung hören. Und das heißt nicht, dass sie von rechts nach links gehen hören, das ist ein Gimmick, das ist also ein Verkaufsdings, rechts, links gehen, was weiß ich so. Es muss in der Stimme die Handlung und alles und die Umgebung und die Tageszeit, das muss man nur hören, ob es Nacht oder Abend oder frühmorgens, alles solche Sachen, das muss man hören. Man muss lachen hören, lächeln hören, weinen hören, alles hören. Und das heißt nicht aufgesetzte Akzente. Es muss im Klang der Stimme drin sein. Was glauben Sie, die viele Arbeit, die er mit der Callas gemacht hat, die das ja konnte, also bis dorthin aus, die in drei Noten rezitativ einen Charakter hergestellt hat, nicht wahr? Was Sie jetzt gerade machen, ist ein Regieseminar. Ah, Entschuldigung. Ja, nein, sehr klar. Das muss man Regisseuren sagen, das Verhältnis. Und darum muss ich Sie fragen, Ihr Verhältnis zum Wort. Nicht zum Ton, zum Wort. Ja, das ist eine solche Mischung, die, also ich, da muss ich wieder leider einen Rückzieher machen. Sehen Sie, wir Soprane, die, ich meine, ich habe nur mein ganzes Leben lang Lieder, ich muss wieder aufs Lied kommen, weil ein Sopran ist meilenweit entfernt mit seiner Sprechstimme, in der er ein Gedicht sprechen würde, wie Sie jetzt hören, von einem Gesangstum da oben, nicht wahr? Ja. Und das, dass sich das deckt überhaupt, das ist ein riesengroßes Kunststück. Alle Mezzos und alle Herrenstimmen, die in ihrer Sprechlage singen können, die haben es ja viel leichter. Wir arme Soprane, wir müssen da so diese Zwitschertöne abgeben, nicht wahr? Und sollen trotzdem ein Wort Ausdruck bringen. Das ist furchtbar schwer, wirklich furchtbar schwer. Und da muss man sich manchmal entscheiden, ob es wichtiger ist, dass eine Tonqualität da sein muss oder ein gesprochenes Wort. Das sind Entscheidungen, die man halt mit Hilfe von intelligenten Zuhörern, also so Kritikern wie zum Beispiel Walter Legg, treffen muss, nicht wahr? Er sagt, liebes Kind, bitte sing hier, nicht wahr? Oder da mehr Worte, mehr Konsonanten. Ja. Das muss Walter Legg, nicht nur ihr Ehemann, sondern der Founder, der Begründer des Philharmonic Orchestra. Philharmonia. Philharmonia Orchestra auf London. Und alles, was mit Schallplatten und was verbunden ist. Na, hat er so eine große Nische gehabt in der Geschichte. Text und Musik als Einheit, also nicht prima la musica. Man kann es nicht entscheiden. Es entscheidet sich bei jedem Lied, bei jedem Stück, bei verschiedenen Phrasen sogar,
verschieden. Wissen Sie, im Così fan tutte, was man so instrumental singen muss, man muss es ja musizieren wie mit einem, wie eine Kammermusik. Und da sind so viele Stellen drin, die wirklich einen ganz echten Gefühlsausdruck haben müssen, dann wieder eine Linie, dann wieder einen sprachlichen Ausdruck. Das mischt sich manchmal innerhalb einer Note, eines Tons, wo plötzlich von einem gesungenen Ton es umschlägt, in ein anderes Gefühl. Und das muss im Klang passieren. Ja, ja, erst muss es in Ihnen passieren. Ihnen, ja. 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 Aber das Spannungsverhältnis, was Sie eben angedeutet haben, als Opernsänger und Liedsängerin, war das ein Spannungsverhältnis? Es war nur technisch ein Spannungsverhältnis, weil Sie beim Liedersingen mit einem viel feineren Pinsel malen als bei der Oper. Sie können sich für die Oper, Sie müssen sich für die Oper verschieden einsingen, ob Sie Strauss singen oder ob Sie Rosenthal oder ob Sie Capriccio oder die Gräfin. Es sind alles verschiedene Möglichkeiten, sich einzusingen auf eine ganz bestimmte Tonqualität. Ja, beim Liederabend müssen Sie diese Tonqualitäten für 2,5 Stunden alle vorrätig haben, dauernd. Und zwar müssen Sie zurückgehen können bis in die feinsten Nuancen. Ja, nur das muss ich Ihnen nicht erzählen. Das ist ja, hört man ja dauernd bei den großen Liedersängern auch. Ne? Sie haben das eben gesagt, nicht ich. Sie haben gesagt, Sie hätten eine kleine Stimme. Ich zitiere nur Sie. Noch klein nicht, aber jedenfalls, aber tragfähig habe ich Sie gehabt. Tragfähig. Mhm. War das Mikrofon dann für Sie eine Hilfe? Nein, das war eine Riesenkontrolle. Das Mikrofon war insofern eine Hilfe, als ich das erste Mal dann wirklich hören konnte, was, aha, ist das zustande gekommen, was ich da wollte, oder ist es nicht zustande gekommen? Und manchmal habe ich gedacht, um Himmels Willen, wieso ist denn das hier nicht, wieso hat der Ausdruck, wieso ist der nicht, wieso hat der nicht, ist der nicht da? Und dann konnte ich es Gott sei Dank oft noch verbessern. Wissen Sie, dass wir manchmal ein kleines Lied von einer Minute 20 Mal aufgenommen haben. Die Callas hat einmal 40 Takes gemacht von 2 Takten, weil der letzte Ton gewackelt hat. 40. Mit einer Engelsgeduld, nicht? Aber ich möchte doch gerne unseren Zuschauern und Zuhörern dir das reichhaltige Menü ihrer Rollen zeigen. Aha. Rollen, Fotos, ja, aus ihren Rollen. Und Sie kommentieren sie und sagen, was gut, es war. Schauen wir mal, was gucken das war. Mal. Regie, die Rollenfotos, ah, ja. Oh je, ah, das erste, glaube ich, ist Musette in Berlin noch. Zerbinetta in Berlin, ja, die ich nie hätte singen sollen, natürlich. Daraufhin bin ich ja erst zur Ivogin gekommen. Undine, da bin ich eingesprungen, bin immer eingesprungen. Dann war es Frühlingsstimmwalzer. Ja, das ist die erste Susanne in Berlin, gell? Ja. Ja, also eingesprungen bin ich immer und war immer fertig mit allem. Ich habe sie im Luftschutzkeller gelernt. Ja, das ist die Esmeralda. Esmeralda. Ja, ja, ja. Und das Kostüm hat dann im Baum gehängt neben dem Theater. Das ist also schon Wien, die Konstanze. Konstanze, ja. Das ist also gar das nicht sieht nach netter aus. Da habe ich mal 2-3 Mal netter gesungen, ja. Also das kann ich mir gar nicht gut vorstellen, aber non budget. Das war auch noch eine Zerbinetta, ich glaube in Wien, einmal und dann war keine, ja, ging es nicht mehr. Ich war natürlich nie so ein hoher Koloratursohn. Das ist eine Gilda in Wien, Gilda, ja, sicher. Ja. Das ist eine, was ist denn das, Marceline in Salzburg, ja, mhm, mir scheint, ja, muss gehen. Das ist schon Elvira, und zwar blond. Eine blonde, weil, ja, ja, Elvira, weil Herbert von Karajan wollte einen Gegensatz haben im Typ, in allem zur Leontine Preisner. Ja. Und das ist also Fiordiligi. Das ist also, ja, also wie gesagt, Lohengrin, La Scala. Ja. Das ging auch, ne? Das ist Traviata in London, auf Englisch. Und das war gar nicht so leicht, wissen Sie? Nee. Auf Englisch diese Sachen alle singen. Auch Traviata, nicht? Ja, Traviata. Ja. In London. Ja, schwindsichtig habe ich nie ausgesehen, aber das macht ja nichts. Die Marceline in London. Marceline. Ne? Eine nicht, oh sehr Gott, japanische, ja, Butterfly. Das hätte mich beinahe umgebracht. Mein Mann hätte beinahe mich nicht mehr geheiratet nachdem. Weil er hat gesagt, wie kannst du auf die Butterfly? Manon. Das war ganz gut, ja, glaube ich. Mimi. Ja. Mimi. Ja, das war trotz allem eine meiner besten. Na? Das ist Eva in Bayreuth, bei der Eröffnung der Bayreuther Spiele nach dem Krieg. Jawohl. Nicht? Ja. Und das ist auch die Eva mit diesem herrlichen Otto Edelmann als Hans Sachs. Das ist also Teatro della Fenice, die Uraufführung von Stravinsky, Rex Borges. Das ist bereits Capriccio in Wien, Capriccio, Richard Strauss. Ja. Das Thema du, meines Himmel, Lebens. So schnell kann ich gar nicht da. Das Thema meines Lebens, ja. Das Thema Ihres Lebens. Ihr Verhältnis zum Komponisten, gerade jemand, der mit Stravinsky die Uraufführung gesungen hat, von Rakes Progress und auch sonst zu den, ja, Zeitgenossen. Wie ist Ihr Verhältnis zu den Komponisten? Och, ja, also wenn Sie über Stravinsky sprechen, wissen Sie, er war ja wirklich kein großer Dirigent. Das war also schrecklich. Wir haben Gott sei Dank den Ferdinand Leitner da gehabt. Und der saß bei der ersten Uraufführung, hat ja Stravinsky dirigiert. Und Leitner saß auf dem ersten Platz in der ersten Reihe und hat uns immer gegeben, weil Stravinsky war mit seinem Kopf in der Partitur und hat nie hinaufgeschaut. Nicht? Ja,
Also das war ziemlich furchtbar. Also Interpreten können manchmal doch noch etwas besser interpretieren, als was der Komponist geschrieben hat. Ja, ich glaube. Er war, glaube ich, auch ganz glücklich. Ja. Und es gibt auch irgendeinen Piratenmitschnitt und da hört man, dass es also ganz schön war. Nur leider, im Jahr an dem Tag sind wir noch vormittags zum Lido gegangen und sind so das Tretbootchen gefahren. Da ist mein Mann die Brille runter und ich musste tauchen. Und dann ist natürlich vom Tauchen und Brillensuchen im Meerwasser, da war ich dann also ziemlich für die Premiere und habe ich nicht mehr sehr schön ausgeschaut. Aber das macht ja nichts. War dramatisch. Ein paar Wochen später haben wir es dann auf italienischen Scala gemacht. Das war das Scala-Orchester überhaupt mit dem Riss. Und Karl Ebert hat die Regie geführt, nicht? Komponisten, wir haben am Anfang darüber gesprochen, Partitur bedeutet für Sie alles so sehr viel, dass Sie daraus schöpfen. Ja, es bedeutet auch zum Beispiel die Instrumente, die Einzelnen, die mit mir spielen oder gegen mich spielen oder kommentieren oder vorbereiten. Das hilft einem Sänger auf der Bühne enorm, wenn er hört, was im Orchester los ist. Ja. Also meine größte Wonne war, die reinen Orchesterproben von einem Orchester, von einem Oper, zu einer Oper zu hören, damit ich überhaupt mal ganz bewusst gehört habe, was geht eigentlich da unter mir vor, während ich singe und natürlich nicht so genau jedes Orchesterinstrument hören kann. Aber ich habe doch wissen wollen, was sind da für Farben? Davon habe ich die Farben genommen. Sie haben Furtwängler, Toscanini, Karajan erwähnt. Gab es Schwierigkeiten mit Dirigenten? Böhm, gab es wirkliche Schwierigkeiten, wo der anders getan hat, als Sie wollten? Nein, das ist auch ein Missverständnis. Ich habe nie anders gewollt als die Dirigenten. Wissen Sie, ich habe viel zu viel Respekt. Die Dirigenten wollten immer so, wie Sie wollten. Auch das nicht, sondern ich habe mich versucht, in dem Moment, in dem ich vor ihm bei der ersten Probe war, das zu erraten, was er wollte. Und das ist meistens geglückt. Und zu ihrem Großen haben sie immer erstaunt, wieso wissen Sie? Naja, ich habe das irgendwie versucht, intuitiv zu machen, weil man konnte nicht einem Dirigenten dasselbe abliefern wie dem nächsten. Speziell nicht, wenn man einen Tag mit Furtwängler sang und den nächsten Tag mit Karajan. Ja. Aha, da also, gab es schon beinahe Katastrophen, nicht? Bei der Elvira. Denn eines Tages haben wir mit der Scala den Don Giovanni in München gehabt, gell? Cool. Mit Karajan. Und den nächsten Tag war es in Salzburg mit Furtwängler. Und dann am Ende von sagt man, na, welche Elvira haben wir heute gesungen? Die von dem, ja? Oder, aber sag ich, aber Herr Doktor, ich werde Ihnen doch nichts anderes abliefern, als was Sie wollen. Ach nein, es war ja auch nur Spaß. Es war ja wunderbar, es war ja auch nur Spaß. Und jetzt so. Aber es war am Umbrechen, am Umkippen. Und jetzt postfestum gefragt, welche war denn für Sie die richtigere? Das kann ich nicht sagen. Nein, das kann ich wirklich nicht sagen, weil es ist eben faszinierend, wenn man so merkt, es ist in den Opern ja so viel drin. Ja. Sie können wirklich viele Versionen geben, aber der Dirigent muss es natürlich unterstützen und muss das von sich aus, muss das passieren, von ihm aus und dann von uns aus muss es auch passieren. Und dann passt es. Es gibt keine alleingültige Version. Bestimmt nicht. Also Werktreue, ja, ja, aber nein. Nun, es sind die Tempi verschieden. Ja. Es ist die Dynamik verschieden. Es ist der Ausdruck von einem Sänger. Die stimmlichen Möglichkeiten eines Sängers sind vom nächsten ganz verschieden, nicht wahr? Sie merken, ich will meinen Beruf retten als Regisseur. Ich möchte auch immer verschiedene Interpretationen. Ich möchte gerne. Ja, Sie sollen auch Ihre verschiedenen. Sie haben ja heute auch ganz andere Interpretationen. Ja. Nicht? Und es wäre ganz gut, wenn man mal unsere anschauen möchte, wie die waren. Die waren auch nicht so schlecht. Nein. Darum habe ich mir die Ehre widerfahren lassen, Sie heute Abend das allen sagen zu lassen. Ja. Liebe Frau, Ihr Verhältnis zum Begleiter. Sie haben Raucheisen erwähnt, Moore. Das hätte ich gern, weil Sie da... Also, die Begleiter. Ich habe ja mit Raucheisen angefangen. Nun stellen Sie sich das nur vor. Anfangen als Liedersänger mit einem der Größten, die es je gegeben hat, nicht wahr? Michael Raucheisen. Dann kam, also ich dachte, Gottes Willen, also der nächste war dann Gerald Moore, dann war der Jeffrey Parsons. Dazwischen war aber der Reuter, der Hermann Reuter, dann war Furtwängler am Klavier, da war mal Karajan am Klavier in Tangier. Ja. Er konnte allerdings die Vorspiele nicht spielen. Der hat dann nicht angeschaut. Also, ihr müsst eure Lieder singen, nicht wahr? Ach, ist ja alles nichts. Genau. Und dann hat er sämtliche Vorspiele und Nachspiele nicht gespielt. Es wird in Österreich gesendet, was wir heute Abend schon. Das wissen die schon alle, nicht wahr? Ja. Na, und dann muss ich Ihnen noch etwas sagen, und da werden Sie vielleicht sehr erstaunt sein. Ich habe das Debüt von Zawalisch war in London als Begleiter. Wir haben einen Hugo-Wolf-Abend gemacht, ja. Und noch immer finde ich, wenn ich jetzt zuhöre, wenn der begleitet, da bringt ganz noch etwas anderes dazu, als die anderen können. Es ist eben doch dieses Dirigentenüberschau, das bringt noch was anderes. Das werde ich ihm morgen früh mit großer Freude sagen. Ja, da können Sie es ihm sagen. Da wir bei Hugo Wolf sind, da gestatten Sie doch, da möchte ich doch gerne etwas hören lassen, nämlich Mignon 3, Hugo Wolf, von Ihnen gesungen.
Und wenn ihr das abfahren könnt, wäre das schön. Ja. Wunderschön. Hoch im Forte angefangen, dann das Diminuendo. Oktav tiefer und dann Oktav höher wieder im Piano. Ja, das wissen Sie, es steht ja so da. Ja, nein, ich habe so oft gehört, das steht auch da, ich habe es aber nie so gehört. Na ja, ich sage Ihnen auch nicht, wie viel Mal ich das habe müssen probieren, bis ich es wirklich dann gekonnt habe. Ja. Aber da hat wirklich mein Mann davor mich gestanden, sagt, lieber Schatz, nein, das ist es nicht, so ist es nicht. Stell dir das, sag's mal, sprich's mal, schau an, wie das da steht. Stell dir das vor, wie es klingen soll, wirklich mit der richtigen Dünne. Und mit der Zeit haben es dann, ist es dann gekommen. Macht mich ewig wieder jung. Wieder jung, ja. Ich muss es fragen, Ihr Verhältnis zum Regisseur. Ich habe Regisseure geliebt. Ja, ich war sehr abgehängt, war sehr abhängig von Regisseuren. Weil als junger Sänger kommt man mit ungeheuer schlechten Angewohnheiten auf die Bühne. Ich meine, ich sehe auch heute noch dauernd, wenn junge Sänger auf diesen Rigged, auf diesen abschüssigen Bühne stehen, dass niemand ihnen zeigt, wie sie laufen sollen, wie sie auch knien sollen, wie sie gehen sollen, wie nichts. Keiner hat eine Ahnung, wie sie sich eigentlich bewegen sollen. Wie sie sich in einem Reifrock bewegen, wie sie sich in einem griechischen Gewand bewegen. Ja, um Himmels Willen, das haben wir alles lernen müssen, aber im Schweiß unseres Angesichts. Und da haben uns die Regisseure also wirklich zusammengestaucht, wenn wir da nicht das Richtige getan haben. Und dann muss ich sagen, wir sind in eine Umbruchszeit gekommen, unsere Generation. Ich habe noch mitgemacht, diese Regie, wo man das auf jedes Schrittchen, also so bewegen, wie was, das habe ich auch noch. Und dann kamen die anderen Regisseure, Schuh und Reinhardt und so, und da ging es eben ganz anders her. Dann haben wir eigentlich natürlich die Musik ausgedrückt, aber nicht mit Schrittchen. Und nicht, und ja, nie womöglich auf eine auf einen Akzent bewegt, sondern mit Stanislavski davor, wenn es irgend möglich war, nicht wahr? Aber man kommt dort auch sehr spät erst drauf und man muss wirklich sich sehr bewusst in der Hand haben, bis man das wirklich kann und oder bis man es überhaupt macht, nicht wahr? Dass man eben eine Bewegung macht und dann erst redet, zum Beispiel. Ne? Sie haben gesagt, Singen ist eine unnatürliche Sache. Fragen Sie Ihren Halsarzt. Ja. Würde ich sagen. Es ist, wenn die Leute denken, sie geht da, ich sage immer zu meinen Zuhörern, ja, um Gottes Willen, so ein Kind wie du singst, da kann jede Hausfrau da unten, die kann es genauso gut. Also was du machst, ist, du sprichst auf den Tönen. Ne? Singen ist ganz etwas anderes. Du darfst nicht einen Ton singen, den du dir nicht vorgestellt hast und den du nicht kontrollierst, dass er so gekommen ist, wie du ihn glaubst, dass er in diesem Stück klingen sollte. Nicht wie deine Stimme da plötzlich sein sollte, sondern wie er in diesem Stück, in diesem Lied, in der Oper jetzt klingen sollte. Nicht? Eine sehr reaktionäre Feststellung. Unser Beruf hat sehr viel mit Fleiß zu tun, nicht? Na, das kann man wohl sagen. Ich meine, das ist auch so ein Missverständnis, wenn die Menschen, ja, mit ihrer Stimme und ihrem Talent, das ist alles ein Blödsinn. Wissen Sie, gerade wenn man ein Talent hat und dann noch das Glück, die Eltern und so weiter, wie Sie ja hören, aber dann ist eben die Arbeit, das ist schon 100.000 Mal gesagt worden, aber mein Leben war wirklich nur auf Singen ausgerichtet. Das heißt nicht, dass ich nun dauernd Sänger angehört habe. Ich habe sehr viel Kammermusik angehört und gespielt. Ich habe Orchester sehr viel, ich habe sehr viel Theater. Ich war in Museen, bin ein großer Augenmensch und habe mir viel von Bildern genommen. Ich muss auch heute den jungen Leuten sagen, wie könnt ihr denn eine Matthäus-Passion-Arie singen, wenn ihr nicht die Grünewald-Kreuzigung gesehen habt, wenn ihr nicht wisst, was eine Geste unter dem Kreuz ist und dass das so klingen soll, wie diese Geste ist. Ja, ihr müsst es euch doch nehmen von denen. Ihr könnt doch Eindrücke überall hernehmen, wo ihr auch nur rumgeht und müsst danach den Ausdruck und die Farben einrichten. Danke für diese Expertise, dass Bildung was mit Bild zu tun hat. Ja, sehr, bei mir sehr. Mit Bildern. Ja, sehr. Und mit Hören. Ja, sehr. Sehr, mit Hören. In welchen Bühnenbildern haben Sie ungern gespielt? Wie sahen die aus? Was haben Sie nicht gemocht? Ich habe es nicht gemocht, wenn einem, erstens einmal, wenn die Akustik nicht gestimmt hat. Ja. Also wenn hinten leerer Raum war und wir singen konnten, wie wir wollten und es ist nicht herausgekommen, das war dann also gar nicht schön, nicht? Und das konnte man leicht ändern. Das ist ein paar Mal vorgekommen. Und dann also zum Beispiel, ich habe eben so moderne Bühnenbilder habe ich gar noch nie gehabt. Nicht wahr? Nein. Ich habe eben leider einige gesehen in meinem Leben nach meiner Karriere, wo ich also entsetzt und weinend herausgelaufen bin. Ja. Ja. Ich frage ja nicht, Ich werde es nicht sagen. Gab es damals das schon? Die Nielsen hat mir immer gesagt, mich stört es furchtbar, wenn der vorne der Schleier ist, dieser ganz dünne Schleier. Das hat es bei uns kaum gegeben. Wir haben's, nein, ich kann mich nicht erinnern, selbst nicht im Falstaff im letzten Akt haben wir auch keinen Schleier gehabt. Doch, vielleicht.
Vielleicht, aber das hat mich, nein, das hat mich. Hat Parsifal, nicht. Ja, da haben wir Schleier gehabt. Schleier gehabt, damit man hat Projektionen drauf ja, projizieren konnte. Nicht gestört. Nicht gestört. Nein. Ach Gott, wissen Sie, man ist dann auch so beschäftigt mit dem, was man selber abliefern muss. Ich meine, man sieht wohl das Bühnenbild, aber man will ja dann das, was man also projizieren will, nach draußen. Und da hat man nicht viel Zeit und Sinn auch noch zu hören, was da farbig und andererseits um mir herum vorgeht. Waren Sie beteiligt an dem, was man Ihnen angezogen hat, oder haben Sie das angezogen, was man Ihnen angezogen hat? Nein, ich habe es schon angezogen. Es musste natürlich für mich doch ziemlich hergerichtet. Ich war ja nie sehr schlank, also da musste man immer schauen, wie man das machen kann. Nicht wahr? Das davon habe ich nicht geredet. Ich sprach vom Stil, von ja, Farbe, von allem. Nein, sonst schon. Nein, ich war schon beteiligt, weil eine gewisse Partie muss manchmal Leichtigkeit suggerieren und manchmal Schwere suggerieren. Zum Beispiel haben wir mit Absicht das letzte Kostüm Rosenkavalier sehr schwer machen lassen, ja, sodass der Gang wirklich, dass es ja nicht mehr leicht ist. Im ersten Akt im Gegenteil, sehr leicht, dass alles hinter einem fliegt und das Kleid fliegt und vaporös ist. Ja, da kann man mit dem Kleid natürlich viel dem Charakter helfen und der Stimmung von einem Stück. Alles wieder fürs Regieseminar. Alles vielleicht, wieder richtig für die Oper, für die dargestellte und nicht konzertante ja, Oper. Also ich, ja, Sie haben eingangs von so vielen berühmten Kollegen gesprochen, die mit Ihnen auf der Bühne gestanden haben. Ja. Und wenn ich auch damals noch ganz Youngster seiend erlebt, denke Zebotari de la Casa, Jurinacci, Lipp, Reining, ja, Seefried, Velic, London, Scheffler, De Mota, wer alle mit Ihnen auf der Bühne gestanden ja, hat. Ja. Ist das falsch gefragt? Gibt es so viele große Kollegen heute auch auf der Opernbühnen zusammen? Lassen Sie uns nachdenken gemeinsam. Gibt es die noch oder ist da was passiert? Es gibt fabelhafte Stimmen, es gibt es sicher und es gibt interessante Leute, meiner Meinung nach. Ich glaube aber, dass sie nicht so viel Zeit haben wie wir. Doch wir haben ja von früh bis abends, wir waren entweder im Theater in der Wien oder nachmittags im Konzerthaus oder im Musikverein oder wieder im Theater. Wir haben wirklich nur gearbeitet und wir haben, Krips saß am Klavier mit uns stundenlang und hat die Ensembles zusammengearbeitet, dass das alles stimmte mit allen Nuancen. Ich glaube, wir haben viel mehr Zeit darauf geben können, noch. Trotzdem ist es wirklich nicht leicht war, denn wir haben ja damals, gab es in diesen Schneewintern, da gab es ja keine elektrischen, gar nichts. Wir haben im Schnee da rein, also es war wirklich furchtbar, nicht wahr? Aber wir haben also wie die Irren an all diesen Nuancen gearbeitet. Und das, glaube ich, hat die Größe von dem Ensemble ausgemacht, dass jeder so gut war wie der Nächste. Glauben Sie, dass heute begabte Stimmen zu früh verheizt werden? Ja, das sowieso. Sowieso. Natürlich. Wessen Schuld ist das? Unsere, der Intendanten oder manche, der Agenten? Manche, ja. Moment, alle. Also manche Intendanten, sehr viele junge Dirigenten, die nie ihren Weg als Korrepetitor gemacht haben, ja, sondern anfangen zu dirigieren, ohne zu wissen über Jahre hinaus, was eine junge Stimme machen kann, nie machen wird, jetzt machen kann, in 5 Jahren machen kann, in einem Jahr, aber um Gottes Willen nicht jetzt, nicht wahr? Ja. Und das ist entsetzlich. Und dann wird verlangt, nur laut, 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 oh, viel zu leise Kind, lauter, lauter. Und natürlich, die singen ums liebe Leben, singen lauter und sind in 2 Jahren erledigt, spätestens, nicht? Ja. Wird verheizt. Es ist also die Wegwerfgesellschaft bis dahin durchaus vorgedrungen. Und dazu gibt es natürlich sehr viel, nicht alle, aber es gibt sehr viele Agenten, die natürlich auch schnell, schnell, schnell amortisieren wollen und schnell da besetzen wollen. Ja, und da wird halt auch das, was ich immer zu höre, lauter, uns hat kein Mensch gesagt, ja, wir hören Sie leider nicht, Sie müssen lauter singen. Das habe ich nie gehört, keinem von uns. Im Gegenteil, schonen Sie sich, sparen Sie sich, Sie wollen ja wohl in 8 Jahren noch singen, nicht? Ja, aber das ist denen heute gleichgültig, ob einer in 10 Jahren auch noch singen soll, und zwar schön, und zwar aufblühen soll, und zwar das Fach sich noch vergrößern soll womöglich, nicht wahr? Das wissen die nicht mehr. Dann ist es wirklich so, wenn in Bielefeld morgen Abend ein guter Lohengrin singt, oder man hört, er wäre gut gewesen, ja, singt er in 3 Tagen später, na da ja, wo er noch nicht singt. Und diese jungen Leute kommen zu mir, zum Beispiel Hochbegabter und in Stuttgart, sagt, aber mir sagen die Leute immer, ach, dass du nicht kannst, du singst fest, also du nur fest drauf, ne? Ja. Sagt er, ja, aber ich möchte doch auch, ich möchte doch Tamin und ich möchte doch, ach nein, nein, sing, bum, 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 so. Na, also ich sag, haben Sie schon mal was von Piano, von Kopfstimmen, haben Sie das schon mal? Nein, weiß ich nicht. Wie macht man das? Und die Frauenstimme, Kopfstimme, was ist das? Was ja, ist das? Was Kopfstimme? Ja. Oder, dann kommen Sie dann und sagen, wo sind die Triller? Triller, ach, Triller muss ich auch singen? Ja, also die haben eigentlich von dem wirklichen Handwerk, vom Singen oder von der Kunst des Singens nicht genug gelernt, wirklich nicht genug gelernt. Das liegt aber an den Lehrern. Ja, auch. Sehr. Woher kommt das? Haben wir keine guten? Ist jetzt. Ich weiß nicht. Wirkt sich der Krieg jetzt erst ja, aus? Ja, ich denke, da kommt das Loch. Ja, ja, das glaube ich.
Und ich glaube, auch die Lehrer wollen vielleicht zu schnell Menschen fertig haben oder sie wagen nicht zu sagen, Kind, um Gottes Willen, mach, verdirb nicht deine jungen Tage und deinen Idealismus, wirf es nicht weg, mach was anderes mit dir. Du hast nicht, du kannst nicht, du wirst im Proletariat landen, was wirst du machen? Du hast nichts anderes gelernt. Um Gottes Willen, es ist eine solche Menge von Leuten, die denken, ich habe eine Stimme. Ja, das genügt ja nicht, eine Stimme. Es muss ja alles andere dazukommen, Musikalität, schau, 100 Sachen, ein Rhythmus, eine Gesundheit auch noch, nicht? Und das haben auch manche schon nicht. Und Sportlichkeit, das müssen, ich hab, diesem Tenor habe ich sagen müssen, wollen Sie nicht vielleicht mal zum Ballettmeister gehen und erst mal hören, dass er Sie erst mal richtig hinstellt? So können Sie ja nicht atmen. Was machen Sie denn überhaupt? Gehen Sie doch, Sie haben doch Ballettmeister, die Sie herrichten können, dass Sie richtig stehen als Sänger, nicht wahr? Oh, und da gibt es also wirklich sehr wenige, die also auch den Mut haben zu sagen, um Gottes Willen, Kinder, bitte lieber nicht, nicht? Macht was anderes, ich bitte euch. Wollen wir zu schnell Geld verdienen? Nein, ich glaube, den Kindern wird einfach gesagt, ach, das ist eine so schöne Stimme, du machst bestimmt eine große Karriere. Tja, das kann nämlich keiner sagen, das kann niemand von uns sagen, ob einer eine große Karriere macht. Ja. Das hängt von unendlichen Unwägbarkeiten ab, eben, unendlichen. Ob zur rechten Zeit etwas fertig ist für den richtigen Dirigenten, für den richtigen Platz, ob der Mensch zur rechten Zeit eben etwas abliefern kann, nicht wahr? Auch. Frau Kammersängerin, Frau Doktor, Sie sind mit so vielen Persönlichkeiten zusammengekommen, nicht nur mit Kollegen. Schauen wir uns doch mal die Persönlichkeiten an, mit denen Sie und erzählen Sie uns sie. Ich glaube, wir sehen eine Einspielung. Das erste, wo Sie gerade in Cambridge den Doktorhut bekommen. Ja, und den Doktorhut habe ich sogar mitnehmen dürfen. Der Mantel, den hat schon Dvořák getragen. Ne? Und in Washington haben Sie auch einen Doktor bekommen. Washington habe ich auch einen. Und das ist das wunderbare Pour le Mérite, das ist also wohl die größte Auszeichnung, die mir je zuteil geworden ist. Und da hatte ich das große Glück, die Laudatio halten zu können, als Fischer dieses quasi das letzte Jahr bekam. Und das ist der junge Jochum. Jochum in München. Ja, in München. Und ich habe also irgendetwas nicht gewusst, wie ich es wohl machen soll. Erzählte Ihnen das über Gott? Ich glaube, ja. Es wird wohl Jauchzet Gott gewesen sein oder irgendwas. Das ist meine geliebte Christa Ludwig natürlich, ja. Ich war in Salzburg in irgendeiner Probenpause, wo wir da sehr österreichisch herumrennen, klar. Ja. Immer mit der ich mich ja sehr, sehr gut. Was macht denn Moser bei Ihnen? Ja, der hat seinen, weiß ich wievielten Geburtstag gehabt nach einem Cousin. Da kam er hinter die Bühne. Also Rennert. Sie sehen ja Böhm, Karl Dönig, Christa und Rennert. Ne? Und Moser. Ehrlich. Na, das ist Konstanze mit Paul Hubschmidt. Hat der auch gesungen? Gott sei Dank nicht. Na, der und Jürgens waren meine Bassa-Seelime in Entführung. Gott, der junge Orff. Ja, junge Orff mit dem jungen Gerda, seine erste Partie außerhalb von Stockholm. Ja. Der Triumph oder Aphrodite, ein furchtbar schweres Stück, also nur furchtbar schwer. Ja. Oje, oje, ja, entsetzlich. Das war ein Liederabend in Wien, damals mit einem sehr guten Begleiter. Ja, noch von Nordberg, glaube ich. Ja, von Nordberg, ja. Auch ein sehr ernsthafter Musiker. Nur das war so in den frühen. Ach, na, der geliebte Edwin Fischer, die Seele der Musik, mit dem ich eine wunderschöne Schubert-Platte, also er hat da für mich gespielt und ich habe immer gedacht, um Gottes Willen, so kann ich nie singen, wie er spielt. Habe ich auch nicht. Das ist Cantelli, Guido Cantelli, einer von den größten Dirigenten, die gewesen wären, wenn er nicht mit dem Flugzeug abgestürzt war. Cosi in der Piccola Scala. Ach, Ebert, ja. Beim, Ebert bei der Rex-Progress in Venedig. Ja. Und das jetzt war sehr glaube köstlich. Ich bei Rex-Progress, dass der Meister selbst auch das kommt. Haben wir da schon. Ist er. Vom Vorhang, ja eben. Da können Sie sehen, Stravinsky, ja, da hat er, also wir haben nicht viel ihm ins Auge schauen können beim Dirigieren. Nein. Nein, nein. Und das war bei der Kahnfahrt, oder? Nach der Kahnfahrt? Nein, das war noch am selben Abend. Am selben Abend. Ja, also er war wohl doch sehr zufrieden, wie man sieht. Ja. Aber mein Mann war dabei, Sie müssen nicht denken, dass das... Nein, also ich denke nicht. Oh, ist das ein schönes Foto. Das ist Bruno Walter in Amsterdam. Ja, ein Konzert war. Ich glaube, dass, da haben wir vierte Maler. Und das war viel später sein letztes Konzert in Wien, in der Philharmonie, also im Musikverein mit den Wiener Philharmonikern. Das waren auch die vierte Maler und Orchesterliedermaler. Ja, das war in Kalifornien, haben wir den Yehudi besucht. Der hatte da ein wunderbares Haus und ich sang also das erste Mal die Marschallin da drüben. Ja. Und da sind wir rüber. Das sieht nach einem König aus. Ja, das ist ein König. Das ist König Olaf. Und da habe ich dann auch, bin ich also eins von den berühmten Ehrenmitgliedern. Noch ein König. Ja, das war ein Rosenkavalier in Brüssel. Aber nicht Ihre Abschiedsvorstellung? Nein, sprechen wir nur über die nicht, weil das war nur gerade furchtbar. Ja, das war entsetzlich. Königin? War aber jetzt schon vor kurzem eben. Da gab es, mussten wir einen sammeln, also sozusagen Geld zusammenbringen, damit Aldbrough nach dem Tod von Benjamin Britten weitergeht und so weiter. Ach, schau. Nicht?
Vorträgen. Furtwängler in Luzern, 9. Sinfonie, da war die Elsa Cavelli dabei, auch der Edelmann da hinten. Ja. Tenor war, glaube ich, der Häfliger damals, nachdem es in der Schweiz war. Robert Casazus, da hatten wir im Konzertgebau Mozart und ich glaube, es war Kirmiscordi di Te und da hat er also den Piano gespielt. Na, no, das ist der fabelhafte Ackermann, der unsere Operetten alle gemacht hat und also einer der besten Dirigenten war, die es nur gegeben hat. Und das war in der Scala di Don Giovanni, ja. Oh. Ah, ja, Fischer Disca, da Fidi. Und da hörten wir die ersten Pressungen von der Aufnahme unter Savalli schon mit... Ihm scheint es nicht zu gefallen. Na, er ist ein bisschen skeptischer da rein, muss ich sagen. Capriccio war es. Das ist David Oistrakh und seine Frau und unsere Katze. Und mit denen, die habe ich ja heiß geliebt. Ich habe überhaupt ja von Geigern sehr viel gelernt. Das war noch in den letzten Jahren, ja, in Cap Ferrat. Da haben wir auch irgendeine Platte angehört gerade. Aber wie gesagt, Geiger waren ja meine ganze Seligkeit, auch heute noch. Ja. Ich habe sehr viel von Kreisler, Fritz Kreisler, hat mein Mann mir immer vorgespielt, dass ich von dem also sehr viel lernen kann. Habe ich auch viel gelernt davon. Und von Ihrem Mann auch? Und von allen. Ich habe immer gelernt, immer. Und da geht dieses schöne Wort, Her Master's Voice. Ja, das finde ich auch richtig. Also ich finde das ganz gut, dass man das überhaupt... Ich habe es erfunden. Sie haben es erfunden? Ja, ich finde, das entwürdigt mich durchaus nicht. Nein. Nun, weil ich habe, ohne zu fragen, wirklich das gemacht, wenn mein Mann kritisiert hat, dann habe ich zwar gesagt, um Gottes Willen, das kann ich nicht. Sag, mach es, Schatz, mach es, du wirst sehen, ist richtig. Und dann habe ich es gemacht. Und natürlich habe ich gesehen, dass es richtig war. Und jetzt erst kommt natürlich im Unterricht alles zurück. Das ist, ich habe alles dann so in mich hinein nehmen lassen und jetzt kommt alles zum Vorschein, wenn ich es brauche. Ihr Verhältnis zum Publikum? Ja, das hat sich sehr geändert. Wissen Sie, als ich seinerzeit von Wien wegging nach London und dann nach Wien zurückkam mit einem Liederabend, wo ich schon in der ganzen Welt die Riesenerfolge hatte mit Liederabenden, dann plötzlich war ich also wieder in Wien. Und dann bemerkte ich, dass das Publikum sich also zurücksetzte und naja, wollen wir mal hören. Ob das noch dieselbe Stimme ist von früher und ob das so, nicht wahr? Früher hat sie das anders gemacht. Und das habe ich so gemerkt, bei mir so deutlich, dass ich in der Pause gedacht habe, Kinder, um Gottes Willen, was mache ich denn? Ich singe doch wohl für mich und für uns, was tue ich denn für einen Blödsinn? Ihr dürft mir hier zuhören, ihr seid da, um zu überhören. Und da habe ich erst mal das Prinzip vom Liedersingen überhaupt begriffen, dass diese Wand, dass das Publikum da ist, um als Anonyme dabei zu sein, für das, was wir für uns da oben tun. Das heißt nicht, dass man es nicht projizieren muss, das ist ja natürlich. Aber, und dann sitzt das Publikum auf und hört zu. Es ist ja schön, wenn das Publikum da ist, aber ich habe ja immer mir das Scheinwerfer ins Auge scheinen lassen, damit ich sie nicht sehe. Weil es sind so furchtbare Dinge passiert in Italien. Zum Beispiel kann ich mich nur erinnern, in Turin, da war mal ein Konzert am Nachmittag. Und bei Kennst du das Land gingen die Fächer so, in verschiedenen, dauernd. Und ich habe das gesehen vor mir, diese Fächer in den Mitteln. Ich bin fast wahnsinnig, ich wusste nicht mehr, wohin ich noch schauen soll. Immer das Flirren unter mir sehen von den Fächern. Und seitdem habe ich mir immer Scheinwerfer ins Auge leuchten lassen, damit ich das alles nicht sehe. Nein. Aber Sie waren sich nie zu gut zu sagen, Theater ist Unterhaltung. Und meinten auch, Sie ist Unterhaltung. Die deutschen Leute sollten mitlächeln, mitweinen. Ja. Aber haben den Satz gesagt, wenn mal alle nicht, wenn aber nur einer einmal mitlacht. Das hat mein Mann gesagt. Aha. Es ist in jedem Haus ein Mensch, der anders herausgeht aus dem Konzert, als er hereingekommen ist, der bei dem sich etwas ändert und der es auch weiß und für diesen einen, aber du sollst nicht singen für den, wir wissen nur, dass der da ist, ganz bestimmt, oder zwei oder drei. Du sollst ja für dein Gewissen singen und für dein Gewissen dem Komponisten gegenüber. Und das haben wir gemacht. Man will ja mit sich selber also einigermaßen, man will wissen können, ich habe es so gut gemacht, wie ich es auch nur kann. Und wenn es im hintersten amerikanischen Dorf war. Und Sie haben mit gutem Gewissen Operette gesungen. Ja, das ist sehr schwer. Wissen Sie, dass das sehr schwer ist? Ja. Sehr schwer. Es soll improvisiert klingen, mehr als noch die Oper. Es ist auch ein bisschen mehr improvisiert. Man darf schon freier sein. Und deswegen ist Operette dirigieren noch viel schwerer, weil er also mittun muss mit dem, was dem Sänger da gerade einfällt. Was ihm in der Oper nicht passieren darf, nicht wahr? Und das ist das Schwierige. Aber es muss mit derselben Technik gesungen sein wie Mozart und wie Richard Strauss. Und es muss dieselbe Eleganz haben wie Mozart. Es muss meiner Meinung nach elegant sein und niemals vulgär. Es muss andeuten, aber nicht auf den Kopf hauen und solche Dinge.
Und es von, ich sehe heute so viele Dinge, die sind so furchtbar ordinär und so furchtbar vulgär. Und so, meiner Meinung nach, ist die Musik in der Operette gar nicht gemeint. Von Hanna Glavari schwärmen noch so viele heute. Und Oper im Fernsehen, liebe Frau? Oper im Fernsehen, dazu bin ich leider nicht gekommen. Ich meine, es sind verschiedene. Jetzt sind wir in der Metier heute Abend. Aber ich, ja. Ich habe mal gehört, Sie haben einmal gesagt, ich habe nachgelesen, Oper ist auf Distanz gedacht. Ja, das stimmt. Das wir lernen Satz. Ja zu singen auf Distanz. Ja. Wir würden gar nicht, schauen Sie, was die Leute, die sich heute Sänger nennen, mit ihren Mikrofonen, das ist ja nicht Singen. Nein, das ist nicht. Das, was Singen ist, das ist eine Distanz in ein Orchester zu also drüber zu tragen, ja. Nicht drüber zu schneiden, wie man es oft hört, sondern drüber zu tragen. Und das ist das Prinzip vom Opernsingen, die Distanz. Und auch das Visuelle ist auf Distanz gedacht und nicht auf in den Kehlkopf kriechen und sich die Goldzähne und die Mandeln bewegen zu sehen. Das finde ich so abscheulich und finde es so unappetitlich. Mir dreht sich immer der Magen um, wenn ich das sehen muss. So ist es nicht gedacht. Nein, man kann es aber auch anders machen. Man kann es anders machen. Ja. Es ist auch nicht gedacht, dass man die wahnwitzige Anstrengung, die oft dabei ist, ja. Und speziell im Piano singen, wo jeder in Schweiß ausbricht, dass man nun jeden Schweißtropfen zählen kann, weil der Mensch Pianissimo singt, nicht wahr? Das ist also irrsinnig. Wie bei einem guten Tänzer, bei dem ich nicht die Bemühung sehen Nein, will, das wie schwer soll man es nicht. Ist. Das will ich auch nicht. Und dazu ist die Distanz. Und so war es auch gedacht. Und durch die Kamera, Entschuldigung, wird die Distanz weggenommen und die Illusion wird total zerstört. Deswegen macht man ja Playback. Aber bei Playback, das dürfen Sie in einem Fachmann natürlich nicht vorführen, denn wir wären also furchtbar geärgert. Wir haben es ja auch gemacht und haben es noch gar nicht gekonnt damals. Heute können Sie schon. Und Sie machen die Einsätze schon so, dass man also nicht dazu... schon. Okay, aber es ist ja trotzdem falsch. Es gibt einen ganz falschen Eindruck, nicht wahr? Man kann kein Gespräch mit Ihnen führen, ohne über Ausbildung zu sprechen. Denn das ist doch Ihre Haupt... Nicht nur Tätigkeit, Ihr Haupt seit Jahren. Ja, ja. Und lassen Sie uns auch bitte über die schlechte Ausbildung sprechen, die nicht Sie, sondern die viele angedeihen lassen. Aber heute. Da würden wir ja morgen früh noch da sein. Richtig. Um Gottes Willen, wen bilden Sie denn aus? Naja. Und auf was kommt es an bei Ihrer Ausbildung? Auf was es ankommt? Was? Ja, ich möchte gerne, dass eine Stimme, die sicher ein Talent ist, dass man das eigene Timbre der Stimme findet. Das kennen die Kinder meistens noch gar nicht. Was ist das Timbre? Timbrare, was ist das? Timbrare la voce, das heißt, die Stimme muss in den gesamten Resonanzen klingen, in allen Lagen. Und das ist in manchen Lagen ist es ihnen von der Natur gegeben und in manchen Lagen eben leider nicht. Da muss man es eben lernen. Und dieses Timbre soll über die ganze Stimme möglichst verteilt sein, sodass man die Stimme nach zwei Tönen erkennt, so wie man also Tebaldi oder Christa Ludwig oder weiß ich was, oder Domingo genau erkennt, das ist das. Es gibt ganz vereinzelte Fälle, wo einer derartig technisch fabelhaft singt und trotzdem kann, das gibt es, ist schon vorgekommen, nicht wahr? Aber die ganz großen Sänger haben wirklich alle ein sehr eigenes Timbre von der Natur geschenkt, aber es muss gefunden werden vom Lehrer. Denn der junge Sänger weiß, kennt es meistens gar nicht. War das Klugheit bei Ihnen? Sie sind doch eigentlich immer im lyrischen Fach geblieben, stimmt das? Naja, ich habe Gott sei Dank zuerst ins Koloratur. Tour, richtig. Hat sie mich übrigens. Aber ich meine, diese Klugheit, die Rollen auszusuchen, die vermisse ich heute oft bei vielen. Nun, jeder Sänger will zeigen, dass er Stimme, denn man laut singt. Und da muss man den armen Sänger immer zurückzwingen und sagen, liebes Kind, das kannst du mal in 5, 6, 7 Jahren, heute machst du, wie ich sage, Barbarina und in 10 Jahren machst du vielleicht mal die Gräfin, nicht? Ja. So geht das. Und jeder will, da muss der arme Lehrer her und muss sagen, so, du musst dich zwingen, das Fach kleiner zu halten für viele Jahre, sonst hast du keine lange Karriere. Gut, du wirst vielleicht 8 Jahre singen, willst du das? Nicht? Das will man nicht. Hängt auch nicht davon ab, man muss die Stimme so gesund herrichten, wie es nur geht. Die Gesundheit, die Schönheit, das Timbre, das ist alles dasselbe. Es liegt im selben, alles in derselben Richtung und ist alles dasselbe. Und an unseren Hochschulen ist ein Defizit. Ja. Ja. Ich habe das Gefühl, dass man an die Hochschulen auch zu viel Sänger aufnimmt, die sicher nicht als Sänger eine Karriere machen werden. Vielleicht werden sie unterrichten, aber wissen Sie, jemand, der im Singen nicht weitergekommen ist und dann unterrichtet, das ist auch nicht das Ideale. Es gibt nur sehr wenige grandiose Lehrer, die nie gesungen haben. Die gibt es, ja. Aber sehr wenige. Und Sie unterrichten Schüler aus der ganzen Welt? Ja, das ist, wo sie halt herkommen, nicht wahr? Das mache ich schon. Und natürlich. Sie reparieren, oder? Sehr viel. Sie kommen natürlich ganz oft, um ein Programm vorzubereiten oder Stil zu lernen oder Ausdruck oder irgendeine bestimmte Lieder. Und dann kommt es heraus, dass also technische Schwierigkeiten da und da und Dings und die Stütze und 100.000 Sachen. Und da muss man also anfangen bei diesen technischen Dingen, die sie oft gar nicht gesagt bekommen. Manchmal sind es ganz einfache Sachen. Ja.
die so kindisch einfach sind, dass man es gar nicht glauben kann, dass sie sich auch nicht abschauen. Dazu ist Television gut, aber live, dass sie sich mal anschauen, die Vreni, wie sie singt, oder den Domingo, und das mal nachmachen. Und das, da könnten sie was lernen, nicht wahr? Frau Schwarzkopf, wir müssen auch noch was lernen. Wir dürfen diesen Abend nicht beschließen, ohne Sie noch einmal als Marschallin gehört zu haben. Rosenkavalier wollen wir noch hören. Die Marschallin, eingespielt von unserer Regie. Kennen Sie Ihren Ehrentitel? Nein, welchen? Frau Fürstin Weltmarschall. Ach. Ist doch schön. Ja. Gerade nachdem wir das gehört haben. Und ich habe heute Abend gelernt, dass man nicht nur Kehle, sondern auch Seele haben kann. Und Sie haben einmal gesagt, mein Leben bestand nur aus Höhepunkten. Würden Sie da heute auch noch zu stehen? Ja. Und Sie haben uns viele Höhepunkte gebracht. Dankeschön. Ich darf auch ein Rosenkavalier sein. Ach, das ist nett. Großartig. Dankeschön. Wenn Sie noch einmal singen könnten, was möchten Sie noch singen? Dann würde ich Capriccio noch mal singen, weil es noch einmal Capriccio beinhaltet, ja. Dankeschön.